was du sagst! Rudolf meint, dass sie heute den Weg hinein öffnen werden. Das ging aber schnell. Ich weiß, die Ausgrabungen sind sehr gut gelaufen. Helga treibt uns zwar ziemlich an, aber sie ist sehr effizient. Und sie ist sich nicht so schade, die Ärmel hochzukrempeln und mit anzupacken. Ich kann das Ende kaum erwarten. Was? Willst du nicht wissen, was dort unten los ist? Ich meine den Krieg. Wir wissen, dass wir ihn gewinnen. Und ich frag mich, warum sie ihn nicht endlich beenden. Damit ich zurück kann zu Christine. Ich weiß, da zieht sich etwas. Die Alliierten sind klar unterlegen. Das ergibt keinen Sinn. Ja, aber hast du von dem Kerl gehört, der aus Burg Wolfenstein ausgebrochen ist? Ein Amerikaner. Der muss was drauf haben. Amerikaner. Unserem Stahl ist er nicht gewachsen. Oh, ich wette, dass er gerade hier irgendwo lauert. Ich brauche Nachschub, bin gleich wieder da. Hey, noch ein Bier. Ist er mit Ihren Fortschritten nicht zufrieden? Ach, halten Sie doch die Schnauze, Sie Jammerlapp. Schicken Sie ihn weg, damit wir unser Gespräch fortsetzen können. Ach, Schreiner, verdammt nochmal, jetzt lassen Sie mich doch erstmal meinen Wein genießen. Generalstrasse will Ergebnisse sehen, Helga. Bringen Sie zur Ausgrabung, zurück, dann werden Sie schon sehen. Warten Sie. Scheiße. Setzen Sie sich. Wie heißen Sie? Franz. Franz. Mein Cousin ist auch so. Fasziniert Sie das, Franz? Als Kind habe ich meine eigenen Karten gezeichnet und im Wald bei uns zu Hause nach Schätzen gegraben. Ja, so konnte ich allein sein. Und dann bekam ich auf einmal Polio. Ich war Monate ans Bett gefesselt, hatte schreckliche Träume. Und dann starb mein Bein ab. Habe ich deswegen geheult? Aber natürlich. Ist ja normal. Aber aufgeben ist was für Schwächlinge. Ich habe nie aufgegeben. Ich habe mein Schicksal in die Hand genommen. Haben Sie Ihr Schicksal in der Hand, Franz? Nur zu. Probieren Sie den Wein für mich. Los, probieren Sie. Und? Köstlich.
Sie haben einen interessanten Akzent. Köstlich. Das ist der erbärmlichste Wein, den ich je getrunken habe. Der ist sauer, um Gottes Willen. Trinken Sie aus. Ja, man riecht es sofort. Wie feuchter Keller. Muffig. Ein Hauch von Rosine. Und der Geschmack. Süß wie Portwein. Ein Rotwein sollte nicht nach Port schmecken. Sowas würde ich nicht mal meinem ärgsten Feind vorsetzen. Helga! Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit diesem Banausen? Weil, mein lieber unfähiger Schreiner, er kein Ober ist, sondern ein Spion. Haben Sie wirklich geglaubt, Sie könnten mich so stümperhaft täuschen? Also, her mit der Akte, Franz! Oh. Behalten Sie ihn im Auge. Was ist los, Eberhard? Wir haben Dynamit eingesetzt, um ein Loch in die Gruft zu sprengen. Da kommt etwas raus. Eberhard, unternehmen Sie nichts, bis ich bei Ihnen bin. Gesprengt, das muss das Erdbeben ausgelöst haben. Gott, die ganze Stadt. Raus, schnell, bevor das ganze Gebäude einstürzt. Wir müssen zur Ausgrabungsstätte.